Herzlich willkommen zum dritten Advent. Hier ist das Remscheider Fernsehen Tele-DMW mit der 177. Ausgabe der Blitznews des Remscheider Fernsehen Tele-DMW natürlich. Und die Breaking News habe ich für Sie natürlich. Und die gibt es bis zum 17. Dezember 2017. Im Studio sitzt Michael Westkamp. Heute sind mal die Studioscheinwerfer nicht an, denn ich habe genug Licht hier, glaube ich. Dann wollen wir mal loslegen. Am Montag, dem 11. Dezember 2017, kam es an der Albert-Schmidt-Allee ab 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Ordnungsamt und Polizei. Nachdem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes die Wohnung eines zuvor verstorbenen Mannes aufsuchten, um diese aufzulösen, stellten sie eine große Menge an waffenrechtlich relevanten Gegenständen fest. Um sicherzustellen, dass es durch diese Gegenstände zu keinen Gefahrensituationen kommt, wurden Polizeibeamte hinzugezogen. Bei einer gemeinsamen Suche konnten unter anderem Schwarzpulver und verschiedene Munitionen sichergestellt werden. Um die Gegenstände sicher in Verwahrung zu nehmen, wurden Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes und ein Experte vom Landeskriminalamt hinzugezogen. Das sprengstoffverdächtige Material konnte in einem nahegelegenen, unbebauten Bereich unschädlich gemacht werden. Wer übt denn hier so laut? Es war kein Taxi. Nein, da hat doch nur einer telefoniert, aber der Räuber dachte, es wäre ein Taxi. Ein unbekannter Täter überfiel am Freitag, dem 15. Dezember 2017, gegen 21.13 Uhr einen Autofahrer aus Krefeld an der Röntgenstraße in Lennep. Der 42-jährige Krefelder stoppte seinen Pkw an der Röntgenstraße Ecke Montanusweg, um zu telefonieren. Plötzlich stieg der Unbekannte hinten ins Auto ein und besprühte sein Opfer mit einem Reizstoff, welcher nicht aus einem Sexshop stammte. Es war kein Poppers, sondern CS-Gas. Außerdem zog er eine Schusswaffe und forderte in türkischer Sprache Geld. Das Geld würde er wohl nicht gekriegt haben, weil der Mann wahrscheinlich kein Türkisch konnte. Aber ist egal. Der Krefelder flüchtete aus dem Auto und bat eine andere Autofahrerin um Hilfe. In der Zwischenzeit entfernte sich der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, ca. 1,80 Meter groß, trug einen Vollbart, eine schwarze Jacke, Jeans und eine graue Kappe. Wer was zu dem Täter sagen kann und gut Türkisch kann, kann sich gerne bei der Polizei melden. Wir gucken heute mal in die Nachbarstadt nach Solingen, weil in Remscheid so wenig passiert ist. In Solingen kam es am Dienstag, dem 12.12.2017 gegen 23.20 Uhr auf der Heeresbachstraße zu einem Straßenraub. Vier Jugendliche sprachen einen 18-Jährigen an, bedrohten ihn und schlugen ihn nieder. Dann durchsuchten sie seine Taschen und raubten Geld aus dem Portemonnaie. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Die eingesetzten Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18 und 19 Jahren festnehmen. Der vierte Tatverdächtige war etwa 22 Jahre alt, wurde heute im Laufe der weiteren Ermittlungsarbeit festgenommen. Also heute, vor ein paar Tagen meine ich damit. Alle vier wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl erließ. Sehr gut. Das heißt U-Haft und Knast. Sie befinden sich nun natürlich in Untersuchungshaft. So gehört sich das. Ein Fahndungserfolg der Polizei. Und da möchte ich die Polizei mal sehr loben. Es ist eine riesige Schweinerei, mit vier Mann auf einen loszugehen und den zu berauben. Tor! Kein Tor! Kein Tor! Tor!
Hallo Fußballfreunde des Remscheider Fernsehen TeleDMW. Ich habe für Sie die Sportnews und zwar die vom FC Remscheid. Jawohl, wir haben den 19. Spieltag am 16.12. schon gefeiert. Das war diesmal an einem Samstag. Jawohl, und hier in Remscheid liegt ja immer so viel Schnee, deshalb sind ja die letzten beiden Spiele ausgefallen. Also hat der SC Union Nettetal es sich nicht nehmen lassen, ihn mal da zur holländischen Grenze einzuladen, den Verein. Jawohl. Und der FC-Verlierer Remscheid hat gespielt und hat sich sehr angestrengt. Er hat doch tatsächlich wieder nicht gewonnen. Tut mir leid. Aber wenigstens ein Unentschieden. 1:1 hat's gestanden. Und das ist doch schon mal was. Immer noch auf Platz 18. Der letzte Platz in der Tabelle. Ja, ich glaube, das waren so um die 12 Punkte. Und mit 13 Punkten ist man schon auf Platz 17 und 16. Und es sieht auch so aus, wenn er das nächste Mal gewinnt, dass er dann vielleicht auch mal zwei Plätze höher kommt. Wäre mal ganz attraktiv. Aber der Verein heißt ja FC Verlierer Remscheid. Der lässt es sich nicht nehmen, auf Platz 18 zu bleiben. Denn der Beste von unten will er ja immer noch bleiben. Aber wir warten mal ab, was da passiert. Spielen wir eigentlich dieses Jahr noch einmal? Ich vermute, machen wir nächste Woche ist der... Nee, es ist Weihnachten. Also nee, das können wir nicht machen. Es ist Winterpause und im Februar geht's weiter. Wir kommen zu den Verkehrsmeldungen. An der Trecknase wird nicht mehr gearbeitet. Ist ja schon Weihnachtszeit, ein bisschen zu viel Schnee. Dort gibt es natürlich immer noch die verrückte Baustellenampel. Eine haben sie abgebaut in Güldenwerth, da gibt es keine Baustellenampel mehr. Zurzeit kommt aber wieder. Und was haben wir denn da noch Schönes? Ja, in der Hattenbach haben wir noch eine Baustellenampel, die einen verrückt macht. Und wer von Wermelskirchen nach Remscheid-Lennep möchte und über die B51 fährt, wird im Bergesporn umgeleitet. Es ist da eine Großbaustelle, wobei ich die nicht so ganz sehe. Sie müssen eine riesige Umleitung fahren. Unnötig, meiner Meinung nach. Unsere Empfehlung, wenn Sie Richtung Solingen wollen, fahren Sie nicht über Unterburg, denn da gibt es eine Großbaustelle, die hat es in sich. Die Kanalwände der Eschbach werden repariert seit einem Jahr. Man tut zurzeit keinen Schlag dran. An der Baustellenampel staut es sich ganz schön und Sie müssen sehr viel Zeit mitbringen. Die Anwohner sind genervt und deshalb ist auch die Ampel mal eine Minute in beiden Richtungen rot, damit nicht so viele Autos immer vorbeifahren, damit auch mal Ruhe ist. Jede Privateinfahrt hat eine Privatampel, das sind insgesamt 15 Stück und unsere Empfehlung, machen Sie einfach den Motor aus, wenn Sie Benzin sparen wollen. Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung. In jeder Fahrtrichtung bekommt man zweimal vier Starrenkästen präsentiert. Einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke und das auf jeder Fahrtrichtung. Ist das nicht schön? Nächste Woche ist schon Weihnachten. Und ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft. Das wird ja wohl mal wieder einen Innenstadtbummel geben. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen dritten Advent, auch wenn er hier im Studio vorbei ist und keine Kerze mehr brennt. Naja, ich krieg's eh nicht aus. Empfehlen Sie uns weiter. Seien Sie nächste Woche bei einer sehr gemütlichen Studiorunde wieder dabei, wenn es heißt Nachrichten im Remscheider Fernsehen TeleDMW. Es kommt jetzt noch der Witz der Woche. Jawohl, den darf man nicht verpassen. Den 10. Witz können Sie sich jetzt sofort anschauen. Bis dahin. TeleDMW. Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Laptop mit Internetanschluss, damit ich jederzeit und überall TeleDMW gucken kann. Freunde vom Remscheider Fernsehen, ich habe noch den Witz der Woche für Sie.
Fahrzeugkontrolle, der Polizist schaut die Blondine streng an. Ihre Bremsen sind defekt. Das macht 30 Euro. Sie strahlt ihn natürlich an. Super! In der Werkstatt wollen Sie dafür 200 Euro haben. Auf Wiedersehen! Lieber Räuber, es war kein Taxi, es war nur ein Autofahrer, der mal telefonieren wollte. Aber wenn ein Auto rumsteht, denkt man immer gleich, es wäre ein Taxi, ist nicht zu fassen. Ein unbekannter Täter überfiel am Freitag, dem 15. Dezember 2017 gegen 21.13 Uhr einen Autofahrer aus Krefeld an der Röntgenstraße in Lennep. Der 42-jährige Krefelder stoppte seinen Pkw an der Röntgenstraße, Ecke Montanusweg, um zu telefonieren. Plötzlich stieg der Unbekannte hinten ins Auto ein und besprühte sein Opfer mit einem Reizstoff, welcher nicht aus einer Erotikdiskothek und auch nicht aus einem Sexshop kam. Es war kein Poppers, es war CS-Gas. Also wurden die beiden auch nicht geil. Außerdem... Das ist eine Nachrichtensendung. Scheiße. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMG. Bis nächste Woche.